Das machst du. So, Sitzung ist eröffnet. Ich übergebe das Wort dem Grumpy. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich kann das mit dem delegieren. Ja, sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 1. September. Wir haben 10.05 Uhr und beginnen unsere nächste reguläre öffentliche Fraktionssitzung hier im Landtag NRW. Wir haben heute zwei neue Gesichter in der Runde. Etwas außer der Reihe. Wir sind gerade schon ein bisschen durch das Gebäude gelaufen. Ich wollte vorschlagen, dass wir dann im Laufe des Nachmittags nochmal die gesamte Belegschaft zusammentrommeln. Ich möchte ganz herzlich begrüßen für den Bereich Campaigning der Fraktion die Tina Groß, die gerade neben Ingo sitzt. Hi Tina, ich freue mich, dass das geklappt hat. Und neben der oder zwischen Moni und Simone sitzt der Hartmut, unser neuer Fraktionsgeschäftsführer. Und hallo Hartmut. Genau. Und ich möchte mich ganz jetzt haben wir das geschafft. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Interims- oder kommissarischen Fraktionsgeschäftsführerin der Moni bedanken, die definitiv eine super Arbeit in der Übergangsphase Blumen-Moni geleistet hat für die Fraktion. Echt? Genau. Blumen? Blumen für Moni, ich weiß. Also ich wundere mich, dass ich in 3 Jahren noch nicht rumgesprochen hat, dass ich nichts mehr hasse als geschenkte Blumen. Aber in diesem Falle will ich das mal so hinnehmen. Dankeschön. Moni, wenn ich dir jetzt sage, danke. Und glaub mir, es war Absicht. Das habe ich gehört. Ja, das... Das war doch nachträglich zum Geburtstag, oder? Ja, ja, auch auf jeden Fall. Die Kiste Wein kommt noch. Die Kiste Wein, sagt Michelle, die schmeißen wir auch noch ins Rennen. Okay. Das müssen wir wieder gut machen, das geht mir immer. Genau. Eure Räume sind schon bezugsfertig, sag ich mal, und es geht jetzt heute im Laufe des Tages ja erstmal alles den formellen Gang. Ich wollte noch vorschlagen, dass wir heute Nachmittag eine kleine Mitarbeiterrunde organisieren, um auch da einmal regulär euch vorzuführen, nein, einzuführen. Vorführen ist blöd, ne? Okay, morgen Dirk. So, dann würde ich vorschlagen, beginnen wir mit der regulären Fraktionssitzung. Wir haben ja die 3 anstehenden Plenartage und haben eine Menge Dinge und Hüte zu vergeben. Und vorweg hätten wir eine Abstimmung über 2 nicht öffentliche Teile. Es geht einmal um einen kleinen taktischen Bereich für die kommenden Plenartage von Michelle und Grumpy. 5 Minuten. 5 Minuten, sagt Michelle sogar, ja, nur. Ja. Okay. Das wird bereits geändert. Und einmal der Bereich Personalia, was wir dann nicht also der Taktikteil wäre fraktionsöffentlich und deswegen nach hinten gestellt, der Personalienbereich, wo wir dann ganz gerne halt nur die MDL-Protokoll und Hartmut dann hier im Raum haben. Also insgesamt 25 Minuten. Spricht etwas gegen diese nicht öffentlichen Teile? Nein. Von daher würde ich sagen, ist das so beschlossen? Dann können wir Top 1 verlassen und für Top 2 übergebe ich kurz an den Michel. Oh, voll gut. Ich übergebe an Ingo. Ja, schönen guten Morgen. Ich mach dann. Ich habe Zucker, ja. Möchtest du zu deinen Blumen nur Zucker haben? Dann halten die länger, wenn du die ins Wasser tust. Ja, schönen guten Morgen. Ganz kurz, ihr habt vielleicht mitbekommen anhand der Tagesordnung zum Plenum, dass wir keine Fragestunde haben, zumindest nicht in der ursprünglich angedachten Version. Es war ja geplant, dass wir Journalisten einladen, uns Fragen zu stellen, die wir dann weiterreichen an die Landesregierung. Diese Ideen fanden die Journalisten auf der einen Seite zwar charmant, aber auf der anderen Seite nicht durchführbar, weil sie da halt eben an die, ich sag mal, Hashtag Gewaltenteilung erinnerten und sagten, also sie wollen jetzt nicht von einer parlamentarischen Institution abhängig sein, um Fragen stellen zu können.
und Sie würden uns lieber, also uns Parlamentarier quasi, lieber beobachten, als zu instrumentalisieren. Und deswegen nehmen Sie von dieser Idee Abstand. Die andere Idee, die im Raum stand, war eine regelmäßige Oppositions-LPK, sprich, wenn die Landesregierung nicht mit Frau Kraft mit den Journalisten redet, dann redet die Opposition. Diese Idee fand allerdings auch nicht mehrheitlich Zuspruch und von daher können wir die Idee quasi auch einstampfen. Aber wir können vieles andere machen. Wir haben uns mit Michel zusammengesetzt in der vergangenen Woche. Da er ja schwerpunktmäßig auch jetzt für die Pressearbeit zuständig ist, haben wir uns da zusammengesetzt und überlegt, wie wir unsere PR-Arbeit optimieren können. Wir haben schon verschiedene Ideen zusammengetragen, laden alle willigen MDL ein, sich mit uns an einen Tisch zu setzen, damit wir darüber sprechen können. Da gibt es auch schon einen Termin, das wäre der 17. September um 14 Uhr bei Michel im Büro. Da würden wir über sämtliche Ideen, die so im Raum stehen, wie wir die PR-Arbeit optimieren können, sprechen und dann in der Fraktionssitzung am 22. September die Ergebnisse präsentieren. Das wäre dann das PR-Konzept 4.0. Das wäre der 17. September, 14 Uhr, wäre das Treffen, wo wir alle MDL einladen, mitzudiskutieren, die Ergebnisse am 22. September. Wir möchten zwar auf der einen Seite den Ergebnissen, die dort diskutiert werden, nicht vorweggreifen, halten es aber jetzt schon für sehr sinnvoll, dass wir uns monatlich zusammensetzen, Pressestelle, Kampagnenteam, die ja jetzt ab heute besetzt sind und auch Jaroslav für Videos. Und da haben wir uns den Montag um 14 Uhr ausgesucht als regelmäßigen Termin. Als regelmäßigen Termin, das wäre dann wöchentlich, also immer montags um 14 Uhr. Dort werden wir dann den, wir nennen es jetzt mal Kommunikationsfahrplan für die laufende Woche überlegen und diskutieren. Das haben wir bereits gestern getan und haben die Themen, die in dieser Woche vor allen Dingen bei den Plenartagen anstehen, durchdiskutiert und überlegt, wo wir unsere Schwerpunkte setzen. Den Fahrplan schicke ich jetzt gleich per E-Mail rum. Das wäre sicherlich zu ausführlich für jetzt an dieser Stelle alles zu präsentieren. Aber wir haben einiges vor. Vor allen Dingen die im Antrag einreichenden MDL werden gebeten, da auch entsprechend mit Statements und Texten zuarbeiten. Von daher, ich schicke jetzt gleich die E-Mail rum. Guckt bitte alle rein, sodass ihr da auch wisst, was euch da erwartet. Wir fangen heute an mit einem Video, ich in der Hoffnung, dass wir einen trockenen Platz irgendwo finden. Ein zusammenfassendes Video mit Simone, die unsere digitalen Wandelanträge, Glasfaserstrategie, Leerrohr und Gaming und DSL Speedtest zusammenfasst und aus Verbraucherschutzsicht halt eben präsentiert, sodass wir da auch nochmal im Web 2.0 entsprechend zum Plenum aufgestellt sind. Das wäre es soweit. Ganz kurz zwei Sachen, Ingo. Joachim. Danke. Danke für die Worte. Könnt ihr, nur als Memo, könnt ihr veranlassen, dass dieser 14 Uhr regelmäßige Montagstermin in den Fraktionskalender kommt? Das wäre das eine. Gut. Und das andere, digitaler Wandel, ich möchte daran erinnern, das ist natürlich so ein bisschen der Slogan. Wir haben auf dem TDPA lange drüber geredet und das Wording, was auch mit dem Landesvorstand abgestimmt war, die digitale Revolution politisch gestalten. Ich glaube, das ist kräftiger als Wandel, das ist mehr so Wattebausch-mäßig. Ja gut, dann nennen wir das Revolution. Erstens Simone. Ja, ich hatte schon vor, sowohl in dem Video als auch für den Fall, dass ich rede, das klärt sich ja gleich noch, das entsprechend anders zu benennen. Also eben die digitale Revolution ist im vollen Gange oder so, in der Art. Nun gut, bin ich nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Ich möchte eine Korrektur anmelden. Wenn sich der Ingo gerade nicht ins Wort hat fallen lassen, ist natürlich ein wöchentliches Treffen, kein monatliches. Du hast monatlich gesagt, es wurde sogar so protokolliert. Jetzt ist er selber überrascht, ich weiß nur nicht, weswegen. Das Gesicht versuche ich gerade auch zu deuten. Also an jedem Tag, der auf den Sonntag folgt, können wir uns darauf verständigen. Das nennt man wöchentlich montags. Okay. Ohne Sonntag. Ach so, wie diese
Setz das Pad wieder weg. Nachdem wir das geklärt haben, ich bin fertig. Ja. Ich habe auch nichts gesehen. Also Ingo reicht das nach, was mit der Presseresonanz-Enquete-Kommission ist. Gut, wenn dann weiter nicht zur Pressestelle bzw. Bericht der Pressestelle ist, dann machen wir kurz Bericht des Vorstands. Wir haben gestern Vorstandssitzung gehabt. Wir haben uns über ein paar Tickets unterhalten. Das lässt sich so ja aus dem Protokoll ablesen. Wir haben über Reisen geredet, wir haben über die I&K-Runde geredet und wir haben darüber geredet, dass wir dann haben wir noch eine mündliche Anfrage gehabt, da weiß ich nicht, da können wir gerade nicht drüber reden, gut, dann müssen wir das später machen. Wir haben über Reisekosten zum NRW-Tag geredet, da eine kurze Info, wir kriegen ja alle die Einladung, von daher für diejenigen, die von euch fahren wollen, die Fahrt habt ihr ja mit eurer Karte. Hotelkosten zum NRW-Tag werden immer selbst übernommen von jedem einzelnen MDL, weil niemand in seiner Funktion eingeladen wird. So, dann haben wir über das Themenmumble geredet. Wir haben ein Thema, wir haben einen Abgeordneten, wir werden das Themenmumble stattfinden lassen. Und das war es soweit, glaube ich, oder? Ja. Also wir haben nichts Besonderes. Wenn ich was vergessen habe, möge man mich ergänzen. Sehe das. Vielleicht möchte Frank kurz was da zu dem anstehenden Themenmumble am kommenden Donnerstag sagen. Ja, wir haben uns überlegt, ein Themenmumble Flucht anzubieten. Ich glaube, das ist ein Thema, was ganz intensiv diskutiert wird. Ja, aber auch. Gut. Das wäre dann Bericht der Pressestelle des Vorstands gewesen. Dieses Pad ist aber auch der letzte. Entschuldigung. Kommen wir jetzt zur Vorbereitung des nächsten Plenums. Nochmal eine Frage. Oh, bitteschön. Nee, nur eine Frage zum Themenmumble. Für die Menschen da draußen vielleicht interessant. Das findet aber auf jeden Fall statt. Also auch, wenn sich der Plenartag überschneiden wird mit dem Themenmumble. Solange mir gestattet ist, um 19 Uhr kurz das dann durchzuführen. Ich kann das nicht aus dem Plenarsaal raus machen. Was ein bisschen schade ist. Ja, das finde ich auch. Ich würde dann halt kurz mal raus, also ich würde dann rausgehen. Ich finde das gut. Ja? Okay. Gut, Entschuldigung, kurz was Organisatorisches für gleich. Vorbereitung des nächsten Plenums. Das Pad haben wir auch schon auf. Da steht ein Ä vor Tagesordnung. Und ich kann nichts editieren, weil es abgestürzt ist. Warum macht es das? Ich gucke einfach nach da vorne. Frank. Also ich kann letztlich die Frage von Daniel schon verstehen, weil das sind zwei Piratenanträge zu der Zeit. Ich habe es trotzdem angeboten, das Themenmumble. Es werden zu der Zeit zwei Anträge mit direkter Abstimmung besprochen. Ich würde zu den Abstimmungen dann wieder reinkommen. Nur damit da kein falscher Eindruck oder sowas entsteht. Ich finde es tatsächlich gut, dass das Themenmumble stattfindet. Mir ist auch egal, dass da zwei Piratenanträge mit direkter Abstimmung stattfinden. Meinetwegen brauchst du nicht mal zur Abstimmung rein. Ich vermute, dass deine Stimme nicht den Ausschlag geben wird, ob der Antrag angenommen wird oder nicht. Wenn die Signale sich irgendwie so abzeichnen, dann können wir dir ja noch mal kurzfristig Bescheid sagen. Mir ist wichtig, wenn wir ankündigen, dass das Themenmumble stattfindet, dass es dann tatsächlich stattfindet und wir halt nicht Donnerstag überrascht sind, dass der Plenartag irgendwie doch länger dauert als irgendwie gedacht oder irgendwie sowas. Also wir haben darüber geredet, auch im Vorstand gestern, und sind uns übereingekommen, dass wir das Themenmumble auf jeden Fall stattfinden lassen wollen, weil es nun mal angekündigt ist, weil wir Thema MDL und so weiter haben. Und da sollte auch die Plenarsitzung
nichts, sollte dem nicht im Wege stehen, zumal Mammeln ist wie telefonieren, da kann man kurz für rausgehen, dann kommt man wieder rein und so. Der Frank macht das, glaube ich, schon. Gibt es da noch weitere Fragen zu dem Thema oder zu anderen Themen, Vorstand, Pressestelle? Weil sonst würde ich jetzt tatsächlich zur Vorbereitung des nächsten Plenums kommen. Dann Vorbereitung des nächsten Plenums. Fangen wir oben an. Die Moni. Wir fangen vor oben an. Ja? Also ich hatte es gestern schon gesagt, es findet um 10 Uhr eine 40-minütige Gedenkfeier statt. Zu Ehren des verstorbenen Herrn Lenz, heißt er, glaube ich. Lenz, Entschuldigung. Ich hätte gerne gewusst, ob es da irgendwie eine Absprache gibt. Mir erschließen sich diese 40 Minuten nicht. Und ich hätte gerne gewusst, wie wir damit umgehen, ob wir da irgendwie so geschlossen uns da hinsetzen und ich weiß nicht, wem auch immer lauschen, diesen Musikstücken, die dort abgespielt werden. Ich will nur einfach fragen, wie ihr damit umgeht. Grumpy Simone, ich. Die Bewertung einer solchen Situation obliegt einem jedem selbst. Trauer und oder Gedenken bleibt jedem selbst überlassen. Ich selber werde ganz regulär natürlich an dieser Veranstaltung teilnehmen und halt zugegen sein. Simone. Ja, ich sehe auch keinen Grund daran, nicht teilzunehmen. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun. Es geht ja nicht darum, um 7.30 Uhr in JWD zu sein, sondern es sind die ordentlichen Anfangszeiten, zu denen wir sonst auch immer anfangen. Also ich werde da sein. Nö. Ich glaube nicht, dass das jedem selbst, also meine Meinung, ich glaube nicht, dass das jedem selbst obliegt. Ich glaube, das gehört dazu, wenn man hier in so einem Landtag ist, dass man, wenn so eine Gedenkfeier für einen ehemaligen Landtagspräsidenten ist, dass man dann dabei ist und lauscht den Musikstücken und das ist einfach Respekt erweisen. Punkt. Der Toso und dann möchte der Dietmar was sagen. Ich hatte Moni jetzt nicht so verstanden, dass hier jeder Einzelne sein Limbo macht, warum nicht, wie auch immer, sondern dass es darum geht, dass diese Absprache, wie inzwischen fast alle Absprachen, was die Durchführung der Plenarsitzung angeht, halt nicht mit uns gesprochen werden. Dann hätte ich gerne Monis Frage beantwortet, wann und mit wem das bei uns besprochen worden ist. Das hat Moni gefragt, das wäre total toll, dann eine Antwort zu kriegen. Dietmar. Ich wollte da gar nicht groß was zu sagen, nur du sagtest, erwähntest gerade den Umstand, dass hier im Landtag und zu den Gepflogenheiten innerhalb des Landtags parlamentarisch, wie aber auch außerparlamentarisch, einiges dazugehört. Der Auffassung sind wir, glaube ich, alle. Und ich denke, dass wir uns gerade in den letzten Monaten ausführlich dazu geäußert haben und auch ausführlich diskutiert haben, was alles dazugehört. Wir reden hier über das Gedenken gegenüber einem uns oder mir persönlich zumindest unbekannten ehemaligen Landtagspräsidenten. Und ich denke schon, dass es entweder Angelegenheit der Fraktion insgesamt ist, durch entsprechende Vertreter, die entsandt werden können. Das mag der Vorsitzende sein, das mag der parlamentarische Geschäftsführer sein, wie aber auch jedem anderen selbst überlassen bleiben mag, an diesem Gedenken teilzunehmen oder nicht. Da bin ich also ehrlich gesagt ganz bei Grumpy und im Übrigen teile ich die Nachfrage von Toso. Danke. Okay, ich habe mich nochmal aufgeschrieben. Ich möchte gerne die Frage von Toso beantworten oder beziehungsweise das Statement von Toso beantworten. Das wäre nicht mit uns abgesprochen. Das stimmt so nicht. Es ist am 17. August eine Mail an alle rumgegangen, wo steht, es wird eine Gedenkfeier geben. Es hat niemand widersprochen. Wir haben dem im Ältestenrat zugestimmt und die haben mit uns darüber gesprochen. Am 17. August sind alle informiert worden und es wurde nicht einer hat sich darauf gemeldet. Und dementsprechend meine Meinung, wir nehmen daran teil und zwar geschlossen als Fraktion. Sonst hätten wir vorher sagen sollen, ey, was soll das denn? Wir hatten genug Zeit dafür. Daniel.
Also falls irgendwo in irgendeiner Nachfrage intendiert gewesen sein sollte, dass wir da vielleicht nicht dran teilnehmen, weil die ansonsten ja auch doof zu uns sind hier im Landtag, dann würde ich einfach da feststellen wollen, dass das miteinander nichts zu tun hat, sondern es hier um Gedenken eines ehemaligen Landtagspräsidenten geht, der viele Jahre halt Landtagspräsident war, der über 20 Jahre dem Landtag angehört hat. Das hat damit nichts zu tun, dass die jetzt halt hier doof zu uns sind. Ne? Ich bin gerne dabei, wäre gerne dabei, bin aber möglicherweise nicht um kurz vor 10 da, weil um 9 Uhr eine Delegation aus dem Bundesland Vorarlberg meinen Ausschuss bzw. Eine Delegation aus Ausschuss und Enquetekommission besuchen wird. Das ist eingeplant bis 10.30 Uhr und war vorher auch schon eingeplant, bevor die Gedenkfeier stattfinden sollte. Jetzt sehe ich keine weitere Wortmeldung. Dann darf sich da jetzt jeder seine Gedanken drüber machen. Ich möchte noch eben hinzufügen, dass wir ja sowieso uns hier um 9.30 Uhr treffen zur Vorbereitung des Plenums, wie beschlossen. Und von daher sollte es auch kein Problem sein, dann geschlossen darüber zu gehen. Muss ich darüber jetzt eine Abstimmung herbeiführen? Das finde ich ein bisschen strange. Wenn das jemand möchte, möge er sich jetzt melden. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wir geschlossen morgen dahin gehen. Ich kann niemanden an mir festketten. Kann ich schon, möchte ich aber bei den meisten von euch nicht, tut mir leid. Und ihr möchtet das auch nicht bei mir. Okay, das wäre sozusagen Top 0. Wie gesagt, 9 Uhr, also kurz vor 10 da sein, bis 10.40 Uhr ungefähr wird diese Gedenkfeier sein, dann sind 20 Minuten Pause und um 11 Uhr geht regulär die Sitzung los. Und zwar mit der Unterrichtung durch die Landesregierung aktuelle Situation der Flüchtlingspolitik. Unsere Redner Michel und Frank, Referenten haben wir auch, Lara und Tom, eine PM macht Marie. In Verbindung mit, ich will die nicht alle vorlesen, ganz viele Anträge. Gibt es eigentlich irgendeine Fraktion? Ja, tatsächlich, Rot-Grün hat keinen Antrag. Dietmar. Danke. Wir hatten schon mal vor einiger Zeit und immer wieder mal die Situation der Vorbesprechung des Plenartags oder der Plenarwoche. Und gerade geht es hier um die Abarbeitung der Tagesordnung und in Verbindung mit den vorgesehenen oder sich gemeldet habenden Rednerinnen und Rednern. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich so jetzt machen müssen wie im Ältestenrat, dass wir hier Punkt für Punkt vorlesen und sagen müssen, wer dann redet. Wir hatten auch mal die Situation, das hatten wir im Prinzip mal übereinstimmend so beschlossen, dass wir zu den Punkten gehen, wo was offen ist oder wo etwas schrittig oder fraglich ist. Und von daher würde ich vorschlagen, dass wir das einfach so machen. Sonst raubt wirklich das Durchgehen der Tagesordnung inklusive der Einbringungspunkte. So viel Zeit, ich glaube, die können wir anders besser nutzen. Ja, ich frage trotzdem ab, bei jedem Punkt diesmal zumindest, ob es Einwände gibt, weil sich doch vorher einige Unklarheiten ergeben hatten. Aber wir können das trotzdem schneller machen. Top 2, Rednerin Monika, Referentin Johannes. Gibt es da Einwände zu? Genau, kommt jetzt gerade rein. Hier steht, bitte Entschließungsantrag abstimmen, von Frank eingereicht, zum Thema Bildungsqualität fördern. Okay, bitte Entschließungsantrag abstimmen, von Frank eingereicht. Ich habe keinen Entschließungsantrag bis jetzt gesehen, das ist mein Problem. Was für ein Entschließungsantrag? Bitte. Ist ganz kurz, der Entschließungsantrag geht zum CDU-Antrag, Kosovo, Albanien, Montenegro als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Und wir nehmen halt die Gegenposition ein. Wir sagen halt, das ist falsch, diese Staaten als sichere Herkunftsstaaten einzustufen, weil sie nicht sicher sind. Und wir sagen auch, dass die bisherigen Länder, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft sind, wieder zu normalen Staaten erklärt werden sollen. Dass man diese Wortschöpfung, sichere Herkunftsstaaten für die Balkanstaaten einfach spart.
Das sagt der Antrag aus. Ja, ich würde dich bitten, das tatsächlich im Umlauf zu machen. Ich kann ihn jetzt nicht mehr lesen, den Antrag. Ich hatte auch um 2:02 nicht mehr die Zeit, hier mir den irgendwie aufzurufen. Gut, das ist sehr nett von dir. Wiederherstellung der Verbindung. Ich gucke mal eben da. Also zum Thema, zum Top 2 gibt es keine Einwände, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Top 3. Nordrhein-Westfalen braucht eine Digitalisierungsoffensive. Eingetragener Redner Daniel S., Referent Linus. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Überweisung. Gibt es dazu Einwände? Der Grumpy. Ja, ich habe einen Einwand. Ich bin sehr erstaunt, dass Daniel heute leider nicht hier ist. Ich wollte nämlich ganz einfach fragen, in welche Richtung... Ja, ich wollte nämlich wissen... in welche Richtung das Ganze gehen soll. Denn wir selber hatten ja überlegt gehabt bei unseren Klausurtagungen und bei der Fraktions-LAFO-Klausur und von Seiten des Bundes das Thema Digitalisierung in den Vordergrund zu stellen. Und dies ist ein Thema, welches aus meiner Sicht definitiv, ja, wie soll ich sagen, elefantenrundenwürdig ist. Es gibt ja immer so bestimmte Dinge und die anderen beschließen immer wieder, welche Themen ihrer Meinung nach für eine Elefantenrunde würdig sind oder pressetechnisch erscheinen. Und wenn wir davon reden, dass wir einen Antrag haben, der von der gesamten Fraktion getragen wird, also als Fraktionsantrag, dann finde ich, ist eine Debatte, dass wir Michelle für solche Dinge in die Bütt schicken, eigentlich mal nötig. Ja, aber es geht um den Konter. Es geht um den Konter zu einem FDP-Antrag. Nein, es ist nur ein Vorschlag. Nee, wenn nicht, dann nicht. Toso. Zwei Dinge. Zum einen hat Daniel inzwischen mehrfach per Mail erklärt, warum er zurzeit nicht an den Fraktionssitzungen teilnehmen kann. Darauf jetzt jedes Mal rumzuhacken, bitte können wir uns sparen. Das hilft keinem von uns weiter. Zum Zweiten, wenn der Fraktionsvorsitzende gerne irgendein Thema oder irgendeinen Top als Elefantenrunde wahrnehmen möchte, dann klärt das doch mit dem sachlich-fachlichen Abgeordneten. Notfalls gibt es diese Telefondinger. Aber damit müssen wir uns doch jetzt hier bitte nicht mit beschäftigen. Das macht keinen Sinn. Ich möchte dazu auch keinen Beschluss fassen. Danke. Daniel? Eine konstruktive Anregung. Ich kann das nachvollziehen, was Grumpy gerade gesagt hat. Ich glaube aber, wenn wir das dann wirklich so hochhiefen wollen, dass da aus unserer Sicht sozusagen ne, Elefantenrunde, Fraktionsvorsitzender, bla bla gemacht werden soll, dann müsste meines Erachtens nach an der Stelle auch ein Antrag von uns dann stehen. Jetzt ist es der Top der FDP, das ist okay, können wir ja immer noch agieren, haben wir noch zwei Tage Zeit, einen Tag Zeit, um einen Antrag zu stellen. Wenn wir das hinkriegen, dann ja, aus meiner Sicht. Wenn wir es nicht hinkriegen, sollten wir es sein lassen. Daniel wird das sicherlich vernünftig machen. Gut. Ich war so gut drauf. Ich komme mal wieder hoch. Also 3 steht 4. Also bleibt 3 Redner Daniel Schwert. 4. Unabhängige Patientenberatung sicherstellen. Redner Daniel Düngel, Referent Sebastian. Gibt es da Einwände? Nein. 5 Gesetzesänderung des Beamtengesetzes. Kein Redner eingetragen. Referentin Lara. Müsste drinstehen, tut's aber nicht. Jetzt steht da der Dirk. Gut, 6 Leerrohre. Oliver, Referent Stefan Linus Carsten. Keine Einwände. 7 mündige Bürger. Dietmar, Referent David. Keine Einwände. 8 Eilantrag. Redner Tose ohne Referent. Ist noch in Absprache, steht da. Oh. Dann.
Ich frage nur gerade in dem Zusammenhang, welche Referenten ihr gerne dazu ziehen wollt. Wir hatten schon einen Mailverkehr vorab. Die Referenten sind alle schon im Boot, können wir alle noch da reinschreiben. Ist aber im Prinzip ein Drittel der Fraktion, deshalb. Okay, also ich stelle fest, Tose oder Oliver, Sie sind noch in Absprache. Gibt es dazu Einwände, dass einer von den beiden spricht zu dem Thema? Das ist nicht der Fall. 9 um die Fragestunde, 10 ist verschobener Freitag, 9:10 ohne Wahl keine Demokratie, Frank Lara, sehe ich auch keine Einwände. Rücknahme des Anwendungserlasses vom 2. Juli 2012 ist neu Top 11, da gibt es Referenten, David Matthias, es fehlt ein Redner. Der Dietmar steht da jetzt, alles klar. 9:12, Leistungsfähigkeit der deutschen Game-Development-Branche. Da gibt es als Rednerin Simone, wobei es soll umgekehrtes Verfahren sein und deswegen redet da einfach gar keiner. 9:13, Internetanschlüsse müssen halten, was sie versprechen. Auch hier steht Redner Daniel S., Referent Linus, da meldet sich die Simone. Ich habe ein Veto. Ich hatte mich auch gestern bei der Mail, wo angefragt wurde, wer zu welchen Anträgen spricht, gemeldet. Das ist ein Antrag, der von den Referenten entwickelt worden ist, von der Fraktion also insgesamt eingereicht. Es ist ein reiner verbraucherschutzpolitischer, also verbraucherpolitischer Antrag, wo es primär um Transparenz bei Verträgen geht. Und dementsprechend würde ich sehr gerne dazu sprechen. Dann müssen wir wohl jetzt darüber abstimmen, wer zu diesem Thema spricht, wenn ich keine weitere Wortmeldung sehe. Gut, dann machen wir das jetzt. Dann frage ich ab, wer sagt, dass Daniel zu diesem Top sprechen soll, der möge jetzt seine Hand heben. Ja, natürlich. Approval, wie immer. Ja, ich melde mich sogar. Okay, danke. Du schreibst jetzt zum 10. Mal Gromoy. Ich finde das super. Gromoy ist voll der super Name. Gromoy merke ich mir mal. Es, Count. Es, Count gibt kein, es gibt kein Dagegen, sondern es gibt Daniel S. und. Ja, das ändern wir gleich. Simone. Genau, Frage ist: Dann jetzt soll Simone zu dem Top sprechen. Wer das mag, darf jetzt die Hand heben. Die Viktoso Simone. Count Gromoy. Ja, ja. Das steht da. Gut, dann macht Simone diesen Punkt. 13 Internetanschlüsse müssen halten, was Sie versprechen. Read it, please. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 für Simone, 2, 4, 6, 8, 7, 7 für Daniel Simone macht den Punkt. 9:14, zweites Gesetz zur Änderung des Meldegesetzes. Frank Lara, der Frank möchte was sagen. Ja, aber gar nicht zu dem Punkt, nur vielleicht eine Anregung an die, die nicht da sind und vielleicht im Stream zugucken, wenn da jemand als Redner vorgesehen ist. In dem Fall betrifft es jetzt Daniel, kann aber auch jeden anderen betreffen. Wäre zum Beispiel eine Bemerkung ganz interessant, würde auch hier eine Abstimmung oder Stellungnahme grundsätzlich, glaube ich, bei den anderen vereinfachen, wenn halt irgendwo was in der Begründung irgendetwas steht. Ne? Nur so als Anregung für die, die nicht da sind. Und Dankeschön. Daniel. Ja, ich finde die Anregung von Frank tatsächlich gut und sinnvoll. Allerdings jetzt hier im konkreten Fall ist es halt auch umgekehrt. Also ich hätte es schön gefunden, wenn Simone sich im Vorfeld eingetragen hätte und das nicht. Ich habe hier im Pad nichts gesehen. Und eine Mail ist mir persönlich jetzt auch nicht unbedingt bekannt. Ist auch nicht schlimm, wir haben ja jetzt eine Entscheidung getroffen.
Nur ich glaube, das ist flüssiger, wenn wir das haben, dann weiß auch Daniel oder derjenige, der dann vielleicht nicht da ist, dass es da irgendwie eine Diskrepanz gibt und dann gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit der Einigung. Vielleicht. Okay, dann machen wir das doch so. Ich find den Vorschlag gut. Tragt dann bitte das nächste Mal, wenn solche Mails auch rumgehen, eure Wünsche auch ins Pad ein. Dann ist das noch ein bisschen transparenter für diejenigen, die dann ihre E-Mails vielleicht nicht so abrufen und dann dienstags morgens hier sitzen und dann. Was denn? Achso, es war ein thematischer Verteilerkreis. Dann nehme ich das zurück. Daniel, du konntest sie gar nicht lesen. Kein Problem, ich hätte sie ja sonst gelesen. Sehr gut. Aber selbst wenn, dann haben wir einen zentralen Punkt. Bitte tragt dann die Wünsche ins Pad ein. Das ist doch eine gute Anregung. Bin ich jetzt wieder versprungen? Bei 14, zweites Gesetz, Änderung des Meldegesetzes. Genau, der Frank hatte sich gerade gemeldet, aber das war keine Meldung dazu. Dann gucke ich nochmal, ist keiner gegen. Neue 15 Gesetzesänderung, gesetzliche Befristung, gibt es nur eine Einbringung, neue 16 Einbringungen, neue 17 Einbringungen, neue 18 Einbringungen, neue 19 Einbringungen, neue 20 Einbringungen. Wie viel bringen die denn ein? Wie lange haben die in ihre Schublade gefüllt? Ich scroll einfach mal weiter. 14, Haushaltsrechnung ohne Debatte, 15, Haushaltsrechnung, 25, Entschuldigung, ich bin schon viel weiter runter, da, 25 Haushaltsrechnung, da steht jetzt nicht ohne Debatte, aber das ist ohne Debatte, habe ich. Ist das richtig? Der Jahresbericht des Landesrechnungshofs. Bei mir steht bei Top 25 nichts mit. 24. Einmal der, ja, ich bin jetzt aber bei 25 und da steht nicht ohne Debatte. Ich trage das jetzt hier einfach ein, was meckere ich eigentlich. Moni, du hast dich gemeldet. Ja, ich möchte nur eben daran erinnern, was wir gestern in der Vorstandssitzung beschlossen haben oder besprochen haben, dass sich die Referenten auch bitte da eintragen, wo es halt keine Debatte gibt, weil wir halt so ein bisschen da einen Überblick behalten wollen, worum es da geht, ob es da irgendeinen Punkt gibt, den wir beachten müssen. Also das ist uns irgendwann schon mal auch im Plenum durchgegangen, dass wir plötzlich alle gesagt haben, und nochmal, ne, vielleicht, dass jemand da nochmal darauf hinweist, die Referenten, dass man trotzdem eben eine Zuständigkeit da feststellt. Ja. Ja, danke, Moni. Ich wollte das am Ende zusammenfassend sagen, aber jetzt ist da gerade so eine Lücke. Du hast natürlich recht, da stehen jetzt bei 23 kein Referent, keine Referentin zum Beispiel. Also, ja, jetzt schon, genau. Also schön wäre tatsächlich, wenn wir da Referenten hätten für Nachfragen. Ich scroll einfach mal durch. Bis 31 gibt es dann keine weitere Debatte. Dann sind wir bei Donnerstag, Top 1 Haushalts. Ja, warte, ich muss mich gleich selber hauen, das ist jetzt doof, ne? Aber wir haben das ja gerade erst gesagt, dass man sich da eintragen soll. Ich mach mal so. Haushaltsdebatte. Nice try, Dietmar. Aber leider nein. Möchtest du da reden zu dem Top? Weil du so gelacht hast. Wenn das jetzt vorgesehen ist, dann müssen wir darüber reden. Dann, Dietmar, möchtest du dazu etwas in das Mikrofon vor dir sagen? Nein, größter Vorsitzender aller Zeiten, ich möchte da selbstverständlich nichts dazu sagen und ich bin selbstverständlich nach wie vor, wie auch schon im ersten Semester, ersten Jahr unserer Legislaturperiode in diesem Landtag, der gleichen Auffassung wie immer, dass ich einfach Elefantenrunde scheiße finde. Punkt. Gut. Nein, das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern wir. Ne, die meine Argumentation sollte vielleicht, gut, vielleicht ist sie in Vergessenheit geraten, aber wir haben immer. Das macht nichts. Das macht ja gar nichts. Wir waren immer dafür, hier fachlich zu operieren. Wir haben das in der Zwischenzeit gewandelt, ja, ist in Ordnung und deswegen machen wir das so, wie alle es immer gemacht haben: 1.0 Moves.
Ich müsste jetzt einen längeren Redebeitrag halten. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Die Einbringung des Haushalts ist natürlich eine Grundsatzdebatte und deswegen eine Elefantenrunde und hat mit den fachpolitischen Sprechern wie immer nichts zu tun, weil die in der zweiten Lesung und in der dritten Lesung zu den speziellen Haushaltsanträgen dann in breitem Maße vorkommen. Aber Dietmar, ich stelle das gerne hier auch zur Abstimmung, so wie wir das gerade auch gemacht haben. Wenn du sagst, du möchtest da reden, dann können wir darüber gerne entscheiden. Gut, dann. Dann haben wir also Redner Michel und Referenten sind das Team. Unter finde ich doof, das machen wir jetzt weg. So, Team. Also ist auch die halbe Fraktion wie vorhin bei Toso schon. Top 2 Verteilnetze, Danebot Bianca Nixus, gibt es dazu? Der Daniel möchte noch was zu Top 1 sagen. Ich möchte zu, meinetwegen rede ich auch zu Top 1, das ist mir vollkommen Latte. Also ich kann mich erinnern, dass wir diese Diskussion ja in der Tat häufiger schon geführt haben. Ja, vermutlich ist das so, ja, vielleicht auch noch öfter. Wir haben nie eine wirkliche Regelung ja getroffen. Ne? Meistens haben wir gesagt, geht raus vor die Türe und einigt euch irgendwo. Joachim hat ja vor 2 Wochen uns dazu auch berichtet, was so aus diesen Erfahrungen, sag ich mal, geworden ist, so speziell zwischen Dietmar und Joachim. Ist aber egal. Ich bin der Meinung, oder wir haben ja diese Redeslots bislang auch durchaus schon mal aufgeteilt. Und wenn Dietmar hier noch zu reden will, das entnehme ich daraus, auch wenn Dietmar jetzt selber so ein bisschen beleidigte Leberwurst spielt und sagt, nee, will ich nicht. Ich sehe da immer noch, also ich sehe so ein bisschen, es gibt noch so ein paar Töne zwischen Schwarz und Weiß, die man durchaus da auch ausfüllen kann. Aber vielleicht ist das auch egal. Dietmar. Ja, danke. Also erstens, Daniel, nein, beleidigte Leberwurst überhaupt nicht. Also das ist widerstrebt mir sowas zu sein, gerade im Zusammenhang mit diesem Thema. Da habe ich das Beleidigtsein irgendwann, glaube ich, nach einem halben Jahr abgelegt. Also von daher, nee, es geht, wenn überhaupt, um sachliche Fragen. Und Michel hat das ja schon ganz richtig gesagt, es geht hier um eine Grundsatzdebatte und niemand anders als der Fraktionsvorsitzende kann da selbstverständlich über die Grundsätze dieser Fraktion, die Grundsätze der Partei besser berichten als eben dieser Fraktionsvorsitzende. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht und deswegen ist das besser, wenn das so läuft. Dankeschön. Ich möchte euch um Gottes Willen nicht hier vor die Wand fahren mit irgendwelchem blöden Gesabber, das ich da vorne ablasse, okay? Nee, das gilt gerne generell. Okay, dann streicht mich bitte aus den übrigen Slots, okay? Danke. Gut, ich stehe auf der Liste. Ich möchte keine Münze werfen, Daniel, da hast du ja gerade drauf angespielt. Dietmar hat gerade gefragt, machen wir jetzt alles neu? Ja, wir machen jetzt hier alles neu. Wenn du dazu reden möchtest, dann sagst du das jetzt und stimmen wir das hier offen ab. Wir werfen keine Münze und nix. Wenn du jetzt allerdings hier anfängst irgendwie, nö, da müsste aber und nö, und dann auf einmal sagst, nee, aber nee, nimm mich von der Liste, ich will nicht. Also entweder, Chaka, du willst oder du willst nicht. Ich möchte dieses Rumgeeiere einfach nicht haben, bin ich nicht der Typ für. Wenn du reden willst, dann rede, dann können wir mich da auch streichen. Wir können aber auch darüber abstimmen. Ich finde, diese Diskussion sollten wir endlich mal führen und hier ist jetzt der Punkt dafür. Denn jetzt stehen wir hier, jetzt ziehst du wieder zurück, im nächsten Jahr sitzen wir wieder hier und dann machen wir wieder auf beleidigt und dann machen wir wieder, die Fachsprecher müssten aber entweder wir machen das jetzt und wir machen das jetzt wie gerade mit der Abstimmung oder wir machen es eben nicht. Butter bei die Fische oder diese 10 Minuten Diskussion hätten wir uns jetzt einfach sparen können. Schau mal, was da steht, Michel. Da stehst du. Okay, das ist das, was du immer wolltest. Doch, doch. Ich ziehe gar nicht zurück und ich brauche auch nicht abzustimmen. Ich habe eben ganz klipp und klar meine Meinung dazu gesagt und habe gesagt, Michel soll das machen und fertig. Was soll ich da zurückziehen? Das ist doch Bullshit. Gut, dann sind wir jetzt bei Top 3. Achso, möchte dazu noch jemand was sagen? Entschuldigung, ich will natürlich nicht... Okay, gut, dann kommen wir jetzt zu Top 3. Zwei hatte ich gerade schon gefragt, Danebot Nixus, ist jemand dagegen? Hat sich keiner gemeldet und dann wollte ich zu 3 und Daniel sagt, er möchte gern zu 1.
Top 2 fehlt eine Abstimmungsempfehlung. Die kommt noch. Okay. Dann Top 3. Landesregierung muss bald beim Förderfonds in Verbindung mit Glasfaserstrategie ist unser Antrag. Redner hier, Daniel Schwert, Referent Linus. Abstimmungsempfehlung haben wir auch. Gibt es dazu Einwände? Der Grumpy. Dann würde ich persönlich würde Michel fragen wollen, ob er dazu spricht. Da sind wir dann nämlich genau bei dem Punkt, den Daniel gerade auch netterweise nochmal darauf hingewiesen hatte, nachdem ich das vorgeschlagen hatte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich selber finde es schön, wenn wir da den Punkt setzen könnten, denn es ist der Angriff auf diese völlig gescheiterte digitale Strategie des Landes, mega Mist, ja? Und auch die des Bundes mit ihrem Dobrindt-Kack, Verzeihung. Ich sehe es halt als die Möglichkeit an, Michel da zu setzen. Und wir können dies halt auch entsprechend nach außen tragen. Es ist nur eine Frage an euch. Ja, ich frage dich, Michel, wie du das siehst. Ich möchte aus, nennen wir es internen Erwägungen, den Punkt nicht von Daniel wegnehmen. Danke. Gut, gibt es weitere Diskussionen dazu? Beiträge, Diskussionsbeiträge dazu? Dann kommen wir zu Top 4. Mehr Pflegepersonal, Daniel D., Sebastian, Zustimmung. 5. Informationsfreiheit, Joachim Hilmer, Abstimmungsempfehlung fehlt. Ist unser Antrag, wird wahrscheinlich dafür sein. Okay, 6. Deutsch als europäische Sprache, Nico Tom, Ablehnung. 7. Netzneutralität, Nico Tom Pro, 8. Modellprojekt zur gesicherten Abgabe von Cannabis, unser Antrag, haben wir auch alles drinstehen. 9. Sexuelle Gewalt an Frauen und Männer mit geistiger, körperlicher Behinderung konsequent bekämpfen, haben wir auch alles drinstehen. Freitag. Habe ich bisher jemanden übersehen, der sich gemeldet hat? Ich habe nichts im Augenwinkel gesehen. Top 1. Ohne Debatte, weil der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, da hatten wir letzte Woche ja das Thema und die Debatte sozusagen schon. Da sehe ich jetzt auch keine Wortmeldung. 2, Schluss mit ideologischen Spielchen und so weiter. Danebot mit Oliver als zweitem Redner und Heilmarie als Referentin. Da gibt es auch nichts zu. Dann kommt der Halbjahresbericht Petitionsausschuss. Da darf man zuhören. Wie immer wäre es natürlich nett, wenn die Ränge da entsprechend voll wären. Da geht es um die Probleme der Bürger direkt vor Ort. Top 4, Oliver Stefan Carsten, Zustimmung zur Überweisung. Sehe ich auch nichts in Verbindung mit Stillstand in der Luftverkehrspolitik. 5, Abschlussbericht der Enquetekommission, mündliche Berichterstattung, da redet Joachim mit Referentin Elisabeth auch da. Ah, da kommt Joachim. Okay, bitte. Ich wollte noch mal eine inständige Bitte an die gesamte Fraktion richten. Das ist Freitag, der vorletzte Tagesordnungspunkt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Es gibt auch keine Abstimmung. Also von daher wäre... Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es 2 Sondervoten gibt, eins von der Fraktion und eins von unserem Sachverständigen über den gesamten Enquetebericht. Und das ist sowas wie eine Klatsche für die anderen. Und das ist Block 2, das heißt, ich werde mich da 8 Minuten verbreitern dürfen und hoffe und bitte um eure rege Unterstützung dabei. Das wollte ich nochmal explizit sagen. Danke. Begründung kann da auch raus, weil da gibt es keine Abstimmung. Ich klatsche wild und unbändig. Top 6 Freitag. Evaluation familienpolitischer Leistung. Daniel D., Referentin Jutta mit langer Begründung, obwohl da nicht Begründung steht. Gut, jetzt hatte der Grumpy noch was zu irgendeinem Top am Montag. Erstmal ganz kurz von mir, wie immer, der Hinweis: beim Halbjahresbericht des Petitionsausschusses fände ich es schön, wenn möglichst viele Leute da sind. Und am Montag habe ich eine Rückfrage an Dietmar. Ganz harmlos, jetzt muss ich es nur gerade finden. Und 29. Am Montag, da geht es um die Zustimmung des Landtags NRW zu einer Veräußerung von Liegenschaften des Sondervermögens. Ach, nicht Montag, Quatsch. Mittwoch, 29. Meine Güte.
Mittwoch Top 29. Magst du da noch mal kurz erläutern, weil jetzt hier keine Begründung dabei ist? Wir haben da ja so ein bisschen das Problem, dass wir keinerlei vernünftige Kontrollmöglichkeiten mehr haben im Bereich BLB, wenn ich. Ja. Genau, ich wollte nur ganz kurz, ich hatte in dem Zusammenhang die Tage vergessen, dich zu fragen, wollte nur ganz kurz einmal öffentlich fragen, weil ich finde den Themenkomplex so spannend. Ja gut, also das ist ein, was soll ich dazu sagen, was, die Frage ist, was kann ich und was darf ich dazu sagen? Nicht? Weil große Teile davon wurden, wie so oft, im nicht öffentlichen Teil erörtert. Es ist einfach so, ich kann dazu ergänzend sagen, weil es nämlich in einer öffentlichen Vorlage erwähnt ist, es handelt sich um das ehemalige Grundstück des Gerichts in Bochum. Es wird ja in Bochum ein neues Gerichtszentrum errichtet und das ist das alte Areal. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich dann in die Details gehen müsste, die der Verschwiegenheit unterliegen und ich habe keinen Bock, mich hier in irgendeiner Form der Strafbarkeit auszusetzen. Von daher nehmt es bitte so, wie es ist. Grumpy. Und genau auf diesen Umstand wollte ich auf diese Weise einmal hingewiesen haben, dass wir halt öffentlich über Dinge abstimmen, über die wir öffentlich nicht diskutieren dürfen. Ich bin ja auch nachher wieder in einer zum Teil nicht öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses BLB und ich danke dir für genau diese Erklärung. Toll, jetzt machst du es auch zu. Es lädt noch mal eine Sekunde, bitte. Ah, genau. Ich möchte noch mal nachfragen zu dieser Begründung. Ich verstehe, was du gerade gesagt hast, Dietmar, aber es ist jetzt ein bisschen Metakritik. Wir stimmen also über etwas ab im Plenum, wo ich gar nicht wissen darf, warum ich da jetzt zustimme, nicht zustimme oder mich enthalte. Ich vertraue dir jetzt und ich enthalte mich, okay. Aber ich darf gar nicht, okay, Fraktionsvorsitzender kriegt den Quark immer in Kopie, aber alle anderen wissen jetzt gar nicht, worum es geht. Nur um das nochmal so als Metakritik kurz auf die... Okay, das möchte ich dann nur nochmal so festgehalten haben, dass wir das vielleicht auch nochmal auf unserem Brettchen einkerben. Also ich sag mal, die könnten sich ja an Dietmar wenden und ihn dann persönlich fragen und ihn persönlich dürfte er Auskunft geben, halt nur nicht öffentlich. Okay, Einzeltherapie bei Dietmar. Wer wissen möchte, warum man sich jetzt hier bei dem Punkt 29 am Mittwoch enthalten sollte. Dann sind wir mit dem Plenum durch. Hat jemand noch was zum Plenum? Ich frage nochmal generell, so ein Sonstiges zum Plenum. Ich sehe niemanden hochspringen oder seine Hand hochreißen. Dann kommen wir zu Top 4 Umlaufbeschlüsse. Da haben wir 4 Stück, die alle 4 angenommen wurden. Die stehen hier nochmal aufgelistet für diejenigen, die sich die durchlesen wollen. Und dann sind wir schon bei Top 5 Sonstiges. Da gab es bis jetzt keine Anmeldung für ein Thema. Ich gucke mich nochmal um. Das bleibt auch so. Dann hätten wir tatsächlich innerhalb von einer Stunde es geschafft, dieses Plenum vorzubereiten. Ich bin sehr stolz auf uns. Die Simone möchte noch was sagen. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt soweit bis auf den nicht öffentlichen Teil durchgehen, dass wir dann die Pause entsprechend vorziehen, damit dann der Jaroslav abbauen kann und wir danach dann in den nicht öffentlichen Teil gehen. Das ist eine gute Idee. Wenn nämlich sonst nichts mehr kommt, würde ich jetzt den öffentlichen Teil beenden und schließen und dann... Gut, dann machen wir das jetzt so. Dann schließe ich den öffentlichen Teil. Wir machen jetzt, wie lange brauchst du? 10 Minuten? Ja. Gut. Ja, genau. Gut, wir machen jetzt Schluss hier mit dem öffentlichen Teil und machen jetzt eine Viertelstunde Pause für zum Rauchen. Viel Spaß dabei. Ja.